Ja, Jala. Was hat er denn geschrieben im Chat? Ja, dass man halt nichts hört und so. Hä? Dann habe ich halt reingehört, ja, dass man halt uns nicht hört. Da habe ich halt reingehört und man hört alles. Habe ich vielleicht ein bisschen falsche Ausdrucksweise eben verwendet, ne? Deswegen, ne, ja. Wir haben auf jeden Fall mehr Abonnenten auf YouTube als auf Twitch. Ja, ist mir auch egal. Twitch ist sowieso Boss. Wir streamen einfach, ich lade es hoch. Deswegen dieser Ido 993, der wird dann auch richtig unfreundlich auf einmal. Ja, ich habe dann vielleicht ein bisschen falsche Ausdrucksweise gewählt. Okay, gebe ich zu, aber sonst... Na, du hast doch gefragt, wie viele Freunde ich auf Gomma hab, ne? Ja. Ja, und dann meinte ich halt, dass ich eigentlich keinen hab, ja. Und dann schrieb er so, ja, du hast keine Freunde, du brauchst auch keine und so, also. Alter. Ja. Ja, bloß weil ich denke, einfach so eben, bis, ne, einfach bloß eben gesagt hab, ob er ein schwerhörig ist. Was vielleicht ein bisschen falscher Ausdruck war, okay, ja. Hab ich auch einfach bloß so hergesagt, aber gleich so, ne? Dann frage ich mich, warum hat er denn die ganze Zeit noch zugeguckt? Ne? Wenn es ihm nicht gefällt, warum schaltet man dich einfach ab, ne? Wenn es einem nicht gefällt. Ich bin verbannt schon wieder in unserer Runde. Wir sind grün. Hast du Mr. Innocent? Ja. Ich auch. Ich sehe dich, guck mal hinter dir. Lass dich mit mir beweisen mal, dass du Innocent bist. Komm mit mir. Da vorne ist ein Traitor-Tester. Dann wollen wir ja mal sehen, ob du Innocent bist. Ich muss gerade mein Eis essen. Ach so, deswegen kommst du jetzt nicht in den Traitor-Tester, oder wie? Ich komm grad. Alles klar. Wieso bist du durchgefallen? Die Traitor-Falle wurde aktiviert. In dem Tester war eine Falle drin. Und in die bin ich gefallen. Guck, da unten steht bei einer Leiche. Das ist mal undefiniert. Da war eine Falle im Tester deponiert. Und die hat mich getroffen. Deswegen bin ich jetzt tot. Du tust mir leid. Ich wusste nicht mal, dass sowas geht. Oh, die Innocents haben gewonnen. Hä? Ich war ja nicht mal Traitor, ne? Aber es steht hier überlebt, aber nicht gewonnen. Hä? Es war auch genau das Gegenteil. Ich habe gewonnen, aber nicht überlebt. Okay, ich glaube, das buggt so ein bisschen. Ich kann 4 Plugins, die hier auf Bombe sind. Oh. Super Lobby. Nick Plugin, Coin System. Ja, ich habe aber alle selbst programmiert. Also ich denke mal nicht, dass die irgendwelche Bucket-Vorlagen nehmen, sondern sich das selbst programmieren. Dafür haben sie ja Entwickler. Bestimmten Entwickler-Server. Nö, die haben doch genug Devs, also Developer auf dem GOMME-Server auch angestellt, die für so eine Sache zuständig sind. Und die an solche Plugins machen können. Wie heißt denn ein Skin-Joker? Das weiß ich gar nicht, wie der heißt. Ein Assassin-Skin oder so, so sieht er manchmal aus. Ja, es ist auch so ein Assassin-Skin. Nach sowas habe ich damals gesucht, aber ich wüsste nicht, dass ich ihn irgendwann wiederfinden würde. Aber da ich mein Skin ja sowieso nicht ändern kann, von daher ist es ja auch egal. Ja, warum kannst du das Skin nicht ändern? Ja, weil ich kein neues Mojang-Konto habe und da kann man das nur noch. Und ich kann das leider nicht im Mojang-Konto umwandeln.
Warum musst du eigentlich immer Twitter sein, wenn ich Twitter bin? Erzähl mir das mal. Warum? Ha? Was benutzt du für Sheets, dass du dann auch immer Twitter bist? Hm? Wir sind wieder beide Twitter. Hm. Hinter dir, Alter. Ja, ich sehe dich. War mir schon klar, weil es gibt noch zwei Twitter und... Alter, was killst du mich, du Wackelpudding? Ja, es ist Wackelpudding und Wackelpudding killt Menschen. Oh, ich bin der einzige Twitter. Dann töte ich den. Oder? Tötet er mich? Nein, ich habe ihn getötet. Mit einem halben Herz. Danke. Ich habe aber das Achievement Glücksbiss erhalten. Wahrscheinlich, weil ich mit einem halben Herz noch überlebt habe, also ihn noch getötet habe. Oh, da kommt mein Interface und mein Behringer Interface. Alter, bist du ein krasser Typ. Das ist auch so eins. Ja. Ich meine, du kannst ja gerne wieder vorbeikommen, damit dann wieder neue GTA-Videos kommen können. Kannst du ja gerne mal wieder vorbeikommen. Oder Fortnite. Ja, Fortnite kann dann auch vielleicht mal kommen. Mhm. Überhaupt wieder. Apropos Fortnite, mach doch mal mit Leon Fortnite. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es ja nächste Woche, ihn irgendwie herzukriegen. So dass wir mal mit ihm zusammen spielen können. Wäre nice. Aber, ja, aber montags auf jeden Fall nicht, weil da bin ich nicht da montags. Was? Montagabend, da geht's nicht. Höchstens Dienstag oder Freitag. Weißt du. Jalla. Soll ich mir nicht eher die Tage aus, um mit ihm zu spielen, wenn du nicht kaum kannst? Wäre doch logischer. Also ich habe nicht gesagt, dass es zusammenspielt. Vor allem, weil wir können Fortnite zusammenspielen können, wie du weißt. Sonst hätten wir schon längst getan. Wir können kein Fortnite zusammenspielen. Hä? Ja, aber wir können kein Fortnite zusammenspielen. Ich kann mich doch mit der PS4 mit den Epic Games Launcher verbinden oder so. Nein, ich habe eine Xbox und du eine PS4 und Xbox und PS4 können nicht Fortnite zusammen spielen. Was mit PS4, wenn du am PS4 spielst? Ich habe keine PS4. Ich meine PC. Am PC leckt es. Alter, eine Typ war eindeutig Traitor. Weil der ist halt direkt auf mich losgegangen, weil ich war Detective. Und was machst du so? Bist innocent, ne? Ja. Selbst wenn jetzt Traitor wärst, könntest du mir verraten, ich bin sowieso tot. Weil ich wurde von einem Typen einfach weggewerkt. Der ist dann wahrscheinlich Traitor. Tschüss, Han Solo. Na, was war er? Wäre ich noch Detective, könnte ich jetzt seine Leiche identifizieren. Aber ich wurde ja zufälligerweise getötet. Innocent war er. Du hast einen Innocent getötet? Ich bin Traitor. Ja. Oha. Ich hab doch gleich gesagt, du kannst mir das verraten. Warum hast du es nicht getan?
bin doch sowieso tot. Und beobachte dich. Bussi ist doch keine Beleidigung eigentlich. Doch. Warte, ich google es kurz für dich. Ich habe hier gerade Zeit. Oh, du hast gewonnen. Was? Ich glaube, ich habe einen neuen Spielmodus. Es steht vulgär für auch vulgär auch für Vagina. Hä? Es steht für Vagina. Also ist es eine Beleidigung. Aber es ist auch ein Dorf in Frankreich. Es ist ein Bergdorf, eine französische Gemeinde. Also es ist auch ein Bergdorf. Du hättest auch von dem Bergdorf in Frankreich reden können. Oder auch von dem Liedgruppe Rammstein. Oder der Comicserie des belgischen Schlümpfezeichners. Ich weiß, wofür du noch, für was du 90 Tage aus dem Chat gebannt werden kannst. Ja. Oder du hättest auch über die ehemalige brasilianische Automarke reden können. Also, irgendwie. Ich bin gleich wieder da, okay? Ja. Wenn ich später bin, würde ich einen Moment. Wenn ich später bin. Sonst ist es zu oft für dich. Also, bin gleich nicht wieder da. Wenn ich später bin, werde ich ihn umbringen. Ey, Joker, du hast doch noch einen Mikrofonarm, ne? Nö, nicht richtig. Aber der gefällt mir, wie gesagt, nicht. Ist das so einer, wo eine Spinne vom Nieber reinpasst? Nee, ich will halt, das ist halt so, der kommt halt so extra halt rum. Ich will jetzt so ein Mikrofonarm, der wie ein kleiner Ständer, halt, wo ich meine Dings draufschrauben kann. Meine Mikrofonhalterung. Hä, passt ernsthaft bei dir in deinem großen Mikrofon an, die du mal liegen hattest, also bei dir liegen hattest, wo ich da war, ne? Passt da keine Mikrofonspinne rein? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was mir daran nicht gefällt, ist, dass ich damals meinen großen Mikrofonhalter extra damals bestellt habe. Der nämlich extra für diese große Mikrofon ist. Der passt da halt nicht rein. Hat das Mikrofon da nicht in die Spinne reingepasst, die dazu kam? Als die Spinne dazu kam, die habe ich destroyed. Oh, bist du auch innocent? Ja, ja, vor allem. Ja. Wirklich? Du bist kein Innocent, sonst hättest du mich nicht getötet. Stimmt's? Du bist wieder Traitor? Oder warum hast du mich sonst getötet? Ha? Okay, du bist tot. Sag jetzt, warum hast du mich getötet? Keine Ahnung. Wollen wir uns im Stream nochmal Videos angucken? Nee, im Stream funktioniert schlecht, deswegen musste ich ja auch erst eine andere Software zum Aufnehmen benutzen. Weil OBS laggt, Minecraft okay, aber sobald du ein Video anguckst, laggt das Video einfach übelst bei OBS. Deswegen können wir uns leider im Stream, also so hier im Zoom-Stream keine Videos angucken. Alter. So, wollen wir jetzt noch was spielen? Ja, oder wollen wir sonst aufhören mit dem Stream? Deswegen frage ich dich ja. Was wollen wir denn machen, wenn der Stream zu Ende ist? Ja, keine Ahnung, dann ist der Stream zu Ende und keine Ahnung, was wir da noch machen. Wollen wir jetzt den Stream beenden? Ja, würde ich sagen, ne? Ja. Dann freuen wir uns auch erstmal. Ja, dann können wir uns sogar noch ein paar Videos angucken. Ach, wir können auch einfach Schluss machen, aber ich würde sagen, das war's für diesen Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne? Mhm.